folgende Paare auf die Tanzfläche. Paar 1, Greg Smith, Marion Aline aus Australien. Die großen Favoriten. Paar 7, Hans Henrik und Anne-Margrethe Laxholm aus Dänemark. Das sind die Australier mit der Nummer 1. Die sollten Sie sich merken, meine Damen und Herren. Das Paar Laxholm, bitte. Ausgeschieden sind die Paare aus Polen, aus der Tschechoslowakei, aus Schottland und auch aus der Schweiz. Paar Nummer 7, das sind die Laxholms. Und Lynette Beuys aus Großbritannien. Erwartungsgemäß weitergekommen, beide Paare aus Großbritannien. Hier kommen Paar 21, die Weltmeister, René Glenn Bernard und Lynette Beuys. Jean Bernard aus den Niederlanden. Mit der Nummer 21 das Paar aus Holland, das auch schon im Vorjahr Paar im 24, Semifinale war. Jan-Gustav Andersen, Ricky Scott Olsen aus Norwegen. Und Paar 37, Max Ulrich Busch, Renate Hilgert, Deutschland, Berlin. Nummer 24, Andersen Olsen und hier Busch Hilgert aus Berlin. Es fehlt ein Paar, darf ich noch mal bekannt geben? Bernard, danke sehr. Bitte langsam Walzer. Ein Wort zum langsamen Walzer. Vom Fassstillstand in gleichmäßigem Tempo weiter tanzen, deine schwingende Pendelbewegung von einem Höhepunkt zum anderen tanzen. Das ist das Typische, das soll der runde Charakter des Tanzes sein, den die Paare ausdrücken sollen. Raumgewinnende Bewegungen und weite Drehungen und Walzfeeling. Sehr gut hier die Weltmeister, die jetzt gleich kommen. Sie waren in diesem Tanz überragend. Ole Sten Nielsen, Jette Elvers Nielsen aus Dänemark. Paar 14, Robert und Barbara Grover aus Großbritannien. Mit der Nummer 2.